So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Und das ist keine normale Folge, die wir hier drehen. Wir befinden uns gerade mitten in einem Brandenburger Wald. Wir haben es 3.05 Uhr, es ist Geisterstunde. Und wir befinden uns hier auf einem verlassenen Friedhof mitten im Wald. Hier sind noch Gräber, hier sind noch Grabsteine. Wir haben uns gerade alles schon ein bisschen angeguckt. Da vorne ist sogar ein Grab von einem dreijährigen Kind, wo noch Spielzeug drauf liegt, so als wenn das frisch raufgelegt wurde. Um zu diesem Friedhof hier zu kommen, muss man aber querfeldein durch den Wald über Stock und Stein laufen. Das ist total krass. Wir versuchen natürlich mit so viel Respekt wie möglich jetzt hier ein Video zu drehen. Wir werden jetzt hier alles so ein bisschen zeigen, so eine gruselige Atmosphäre einfangen. Natürlich werden wir auch versuchen, jetzt hier nicht laut zu sein, lachen oder irgendwas, sondern irgendwie die Totenruhe nicht stören und so weiter, damit das hier alles respektvoll abläuft. Aber ich finde diese Kulisse, diese Atmosphäre, ein verlassener Friedhof mitten im Wald. Da vorne liegen auch Leute, sehr, sehr viele Leute, die im Krieg gestorben sind. Ultra krass, so hätte ich das hier nicht erwartet. Und ich habe auch einfach mal mir es nicht nehmen lassen, ein Reacher-Brett mitzunehmen. Und wir werden jetzt gleich mal auf dem Friedhof eine ganz, ganz kurze Seance abhalten. Und ich bin mal gespannt, weil das ist ja wirklich ein Ort voller Seelen hier und wahrscheinlich auch trauriger Seelen, ob wir hier mal wirklich irgendetwas Paranormales haben. Viele von euch werden es auch schon mitbekommen haben, dass ich demnächst nach Schweden ziehen werde. Und damit in Schweden alles so arbeitstechnisch weiterlaufen kann wie hier in Deutschland, werde ich da auf ein VPN-Netzwerk angewiesen sein. Für die unter euch, die damit jetzt gar nichts anfangen können, VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Wenn ihr euch mit dem Internet verbindet, mit eurem Smartphone oder mit eurem Laptop, dann verbindet ihr euch nicht direkt mit dem Provider, sondern über eine Zwischenstation. Diese Zwischenstation ist quasi das VPN. Das ist wichtig, weil dadurch zum Beispiel euer Internetverkehr verschlüsselt wird. Die IP-Adresse kann verborgen werden und deine Daten werden online geschützt. Aber der wichtigste Punkt ist vor allen Dingen, dass ihr euren Standort verändern könnt. Das bedeutet, wenn ich in Schweden ins Internet gehe, kann ich über ein VPN einfach meine IP-Adresse nach Deutschland verlegen und kann einfach alle Vorteile davon haben, als wenn ich noch in Deutschland wäre. Wie zum Beispiel, dass ich halt die deutschen YouTube-Trends sehe, beziehungsweise generell YouTube Deutschland dann offen habe und nicht YouTube Schweden. Das Coole an NordVPN ist, dass selbst wenn ihr nicht verbunden seid mit einem VPN-Server, könnt ihr in den Einstellungen trotzdem aktivieren, dass ihr dennoch geschützt werden wollt durch NordVPN, indem euch die Software zum Beispiel vor aufdringlicher Malware schützt. Darüber hinaus stoppt es aufdringliches Tracking, verbirgt eure IP-Adresse. Außerdem blockiert NordVPN auch noch aufdringliche und böswillige Werbung. Dadurch, dass ihr euren Standort einfach ändern könnt über NordVPN, habt ihr zum Beispiel auch Zugriff auf Serien oder Features, die gar nicht verfügbar sind in Deutschland. Wenn zum Beispiel auf Netflix irgendeine Serie in Deutschland gesperrt ist, könnt ihr mit von NordVPN einfach eure IP-Adresse ins Ausland verlegen und sie trotzdem streamen. Oder genau auch andersrum, ihr seid im Urlaub, sagen wir mal irgendwo in China, wo, keine Ahnung, ob es da überhaupt Netflix gibt, aber auf jeden Fall könnt ihr da nicht auf Netflix Deutschland zugreifen. Wenn ihr euch mit NordVPN aber verbindet und eure IP nach Deutschland verlegt, könnt ihr auch in China ganz normal einfach deutsches Netflix einfach gucken. Vor allen Dingen auch, wenn ihr schon mal gehackt wurdet oder oft in öffentlichen WLANs seid, empfiehlt es sich extrem, immer mit einem VPN verbunden zu sein, weil das schützt euch einfach extra. Wenn ihr bei NordVPN ein Abo abschließt, könnt ihr es auf 6 Endgeräten gleichzeitig verwenden und ihr habt außerdem auch noch die Möglichkeit, 30 Tage lang das Geld zurückzubekommen, wenn ihr nicht zufrieden seid. Also Leute, wenn euch das zusagt, dann könnt ihr jetzt über den Link im angepinnten Kommentar oder auch in der Videobeschreibung euch NordVPN besorgen mit einem exklusiven Deal, den es nur über diesen Link gibt. Aber ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Erkundung. Mit dem Baum hier fühle ich aber auch nicht so richtig. Da war gerade ein Geraschel. Ja, ja. Du mal mit deinen Tieren. Da hattest du bisher immer recht.
Sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Ja, müssen wir irgendwann mal einbiegen, weil ich würde einfach gucken, weil es so gut ist. Guck mal, hier ist so ein Bundesverdienstkreuz drauf. Ich dachte erst, das ist ein Hakenkreuz oder irgendwas, aber das ist nur ein Bundes. Gefreiter, ja. 1925 bist du, guck mal, der ist im Zweiten Weltkrieg gestorben. Oh, krass. Und hier fast die gleiche Schrift. Er ist auch hier. Okay, da gehen die Gräber noch weiter. Er ist 41 gestorben. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine Plastikblume, oder? 2006. Das sieht mir stark nach Plastikblume aus. Aber dass das so noch steht, ohne dass ein Tier das irgendwie mal verwüstet hat oder so, das ist schon krass. Da geht es noch weiter mit Gräbern. Das ist hier wahrscheinlich der Zugang, der Zufahrt gewesen. Das könnte sein, ja. Da ist auch noch Grabstein, da müssen wir da gleich nochmal lang. Das ist tatsächlich etwas, was ganz spannend wäre, mal zu recherchieren. Warum und wie so ein Friedhof verlassen wird. Und die Toten, da würden ja auch noch Leichen im Boden liegen, sicherlich. Ja. Wobei. Wenn die wirklich im Krieg gestorben sind. Ach so, ja gut, aber. Genau, aber See. So symbolische Säge sind vielleicht noch im Boden. Ach, es ist ja auch nicht jeder im Krieg gestorben. Guck mal, der ist 1921 hier gestorben. Nee, doch. 44. Der oben ist 21 gestorben. Oh ja, 21. Anna Schäfer. Und sie ist 48, 49? 42. 80, guck mal, die ist 1862 geworden, wie krass das eigentlich? Die ist 80 Jahre alt geworden. Die ist in einer Zeit aufgewachsen, die ist so weit weg von unserer jetzigen. Ja. Die hat Preußen mitbekommen. Ja. Das Kaiserreich. Und Preußen war nicht schön. Ach, naja. Guck mal, hier liegen auch noch. So kleine Plastikdinger und so. Sieht total frisch aus. Sieht auf jeden Fall nicht aus, als ob es ultra lang verlassen ist, ja. Das, überleg mal, wie traurig das wäre, wenn hier wirklich noch Leute hinkommen, um ihre toten Kinder oder Eltern oder was auch immer zu besuchen, weil hier die einfach niemand geholt hat. Die toten Kinder würde ich jetzt. Ja, wenn, Kinder. Wenn da so ein Spielzeug liegt. Ja, also die Kinder, achso, ja, die Kinder oder die Urenkel. Guck mal, wie groß. Das ist ein Baby. Das ist ein totes Baby da drin. Das musst du aber auch wieder diesem Ding machen, oder? Guck dir das doch an, wie klein das Grab ist. 93 bis 96. 3 Jahre alt. Oh mein Gott, ist das traurig. Und das Spielzeug ist überhaupt nicht irgendwie mit Moos oder so bedeckt. Das ist frisch. Hier kommt irgendeine trauernde Mutter noch hin. Hm. Für ihr 3 Jahre altes Kind. Hm. Überleg mal. Nee. 18, steht da 18, 6, 93 bis 96. Wie? Also wie alt ist er jetzt geworden? Es ist 3 Jahre alt geworden, aber vor über 100 Jahren. What the fuck? Wie krass ist das denn? Vor 100 Jahren ist hier ein 3-jähriges Kind begraben worden. Wer kommt denn da nach 100 Jahren hier noch her? Urenkel. Würdest du zu deinem Uropa oder so zum Grab noch gehen? In einem verlassenen Waldgrab? Wahrscheinlich nicht. Hier sind noch 2 Gräber und danach kommt nichts mehr davon. Es ist noch so ein kleines Ding auf dem Boden. Thank you.
wir starten jetzt die Reacher-Sitzung. Am Anfang muss man ja irgend so einen Ritualspruch sagen, um die Sitzung zu eröffnen. Deswegen werde ich jetzt etwas Vaterunser mal sagen. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Topic. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mein Name ist Tobias. Ich bin hier in guten Absichten und möchte mit einer Seele Kontakt aufnehmen. Ist hier jemand anwesend? So kommuniziere bitte mit mir über das Reacher-Brett. Ist hier eine Seele anwesend? Hörst du das Kindergarten vorne? Leuchte mal kurz hin. Ist das eine Wärmebildkamera oder ist das eine Maus oder so? Ja, weiß nicht. Irgendwelche Geräusche her, würde ich jetzt erstmal nicht deuten. Wir befinden uns hier auf einem Friedhof, auf einem verlassenen Friedhof, der mitten im Wald zurückgelassen wurde. Wenn hier eine Seele anwesend ist, eine Seele der Verstorbenen hier, so kommuniziere bitte mit mir. Gebe mir ein Zeichen, dass du da bist. Möchtest du nicht mit mir kommunizieren? Soll ich diesen Ort wieder verlassen? Da ich keine Reaktion bekomme, gehe ich von aus, dass hier keine Seele mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Ich beende nun die Sitzung und schließe das Portal. Wir haben diesen Ort danach verlassen. Auch wenn es kein herkömmlicher Lost Place war, sondern nur ein verlassener Friedhof mit ca. 10 Gräbern, hat dieser Ort einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Tief im Wald zwischen Stein und Stock liegt ein mystischer Ort mit Gräbern von verstorbenen Soldaten, teilweise aus dem 19. Jahrhundert und sogar einem Grab von einem 3-jährigen Kind. Die Atmosphäre war wie in einem Stephen King Roman und dass dort noch teilweise frische Spielzeuge und Blumen lagen, lässt extrem viel Interpretationsspielraum. Stellt euch mal vor, ihr kommt an einem solchen Ort nachts an und seht eine trauernde Mutter in einem weißen Kleid vor einem Grab knien. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Eindruck schinden, und so war es auch mit diesem Friedhof.